bin Markus Fuchs und ich bin Lichtdesigner hier im Phantasialand und wir sind gerade im Fantissima Theater und überprüfen das neue Tischmapping. Das Tischmapping ist ein Videobild auf jedem Tisch, wo dann ein Film vor jedem Gast zu sehen sein wird. Es fing alles an mit der Idee, auf den Tischen was zu machen. Und daraufhin haben wir dann ein Storyboard entwickelt, was wir an Inhalten zeigen möchten. Und basierend darauf haben wir relativ schnell festgelegt, dass wir Figuren auf dem Tisch zeigen möchten, die sich bewegen sollten. Mein Name ist Jean Hardy. Ich bin Mitbegründer von Werft 6. Wir sind eine Multimedia-Agentur. Wir haben das Glück, Mapping-Inhalte und Video-Inhalte für Fantissima zu erstellen. Für diesen Zweck haben wir ein Motion-Capturing-Verfahren zum Einsatz gebracht mit einem Anzug, wo wir vor Ort die Leute aufnehmen konnten in ihren Bewegungsabläufen. Die Herausforderung für den Schauspieler war es, die mehrere Charaktere im Wechsel zu spielen. Im ersten Schritt hatten wir nur ein Bewegungsskelett und haben dann die 3D-Charaktere auf diese Skelette drauf gemappt oder geskinnt, sodass wir dann die fertigen Figuren haben. Dann reicht es eigentlich nur noch, die restlichen Animationen zu machen mit Special Effects. Es hat uns besonders Spaß gemacht, weil die Animation von Charakteren für jeden 3D-Visualisierer immer eine Herausforderung ist und auch nochmal einen besonderen Spaßfaktor hat. Vor allen Dingen auch in der Hinsicht, dass man weiß, dass man vielen Leuten damit dann vielleicht auch eine besondere Freude bieten kann. Das Ziel war es, die ganze Installation so unauffällig wie möglich zu gestalten. Daher mussten wir unsere Decke komplett öffnen. Die Beamer sind dann in der Decke installiert worden. Im zweiten Schritt, nachdem dann alles hing, mussten wir halt wieder wurden die Tische wieder aufgestellt und dann das Bild auf jeden Tisch genau eingestellt. Wir haben extra Schablonen anfertigen lassen, damit der Tisch immer richtig eingedeckt ist. Das hat aber auch die Bewandtnis, dass der Gast jeden Abend perfekt vor dem Bild sitzen wird, weil du musst dir das so vorstellen, wenn der Tisch nur um ein paar Grad gedreht ist, würde das Videobild ja nicht mehr vor dir laufen, sondern zwischen dir und deinem Nachbarn. Und um das halt zu vermeiden, gibt es diese Schablonen. Wir fangen immer auf dem Tisch an und leiten damit die Geschichte ein und dann gehen wir über vom Tisch auf die Bühne und dann ist auch die LED-Wand wieder im Einsatz, sodass wir immer die Übergänge zwischen den einzelnen Artistiknummern und Gesangsnummern auf dem Tisch zeigen. Unser Tischmapping hier in Fantissima ist was ganz Besonderes, weil wir den Gast am Tisch abholen und in unsere Show integrieren. Und das gibt's bei keiner anderen Dinnershow.